So, na, gucken wir mal hier. Oh Gott, wir haben hier. Schick, die würden Gold bestimmt auch gut stehen. Ganz ehrlich. Rufus. Ah, wie ich sehe, interessieren Sie sich für unseren Flyer. Und wie? Ausgezeichnet. Sie finden darin alle wichtigen Informationen zu unseren Produkten. Auf der Rückseite ist sogar eine kleine Vorschau auf die kommende Wintermode. Wenn Sie anfällig für Winterdepressionen sind, sollten Sie lieber gleich zuschlagen. Gerade zwischen den Feiertagen sind viele Modelle vergriffen. Was tun Sie denn da? Ich baue mir einen Papierflieger. Was denn sonst? Aber der gute Flyer. Ob er ein guter Flyer ist, wird sich im Testflug zeigen. Aber er lächelt weiter. Das ist geil. Okay. Hier unten ist ja auch noch was, das habe ich ja gar nicht gesehen. Barry, was machst du denn hier? Ich dachte, du bist tot. Willkommen in Morbid Moe's Strickparadies. Okay. Und? Ich guck. Ein sympathischer, dynamischer Typ mit offenem Lächeln. Sehr vertrauenerweckend. Ach, was wäre ich nur ohne meine herausragende Menschenkenntnis. Da hast du recht, Rufus, da hast du recht. So, hier Probeexemplare, ganz viele, noch ein Werbeschild. Zwei Stricke zum Preis von einem. Frage ist, wozu, ne? Eleganza, der Strick für die modebewusste Frau. Okay. Dann haben wir hier alles, glaube ich. Das schmeichelt. Okay. Bisschen crazy. Und wer ist er denn eigentlich da unten? Hallo? Barry! Da ist jemand an der Tür! Ich hab's gehört! Scheuch ihn weg! Ich brauche Ruhe für die Cover-Story! Du weißt schon, über den Idioten, der uns alle beinahe getötet hätte! Ja, ich weiß! Psst! Rufus, komm rein! Aber bitte ganz leise, ja? Ah! Er sieht grimmig aus. Besser, ich störe ihn nicht. Er sieht grimmig aus. Okay. Was haben wir denn hier so? Da ist ja nur ein einziger Buchstabe im Setzkasten. Das große Irk. Wird es denn gar nicht gebraucht? Nein, wofür denn? Es gibt kaum ein Wort, in dem es vorkommt. Und über Satyrklauen haben wir bereits in unserem Winterspecial mythologische Körperextremitäten berichtet. Ich glaube, Toni hatte die Ausgabe. Warum eigentlich? In der Coverstory ging es um Zentaurin und ihre... Ah ja, schon klar. Ich erinnere mich wieder. Ah ja. Ah ja. Druckerschwärze. Ah ja. Da stand nämlich auch eine Komplettlösung. Okay. 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 Okay, 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 okay. Gerade mal gucken hier. Schwärztes Papier, Bleisatz. Würde ich Irko heißen, könnte ich jetzt meine Initialen überall hinstempeln. So ein Asche. So ein Asche. Naja. Hey, Barry, warum so traurig? Ach, Rufus, es ist furchtbar. Alle sagen, dass du kein Held, sondern ein Idiot bist. Dass du uns den Weltuntergang eingebrockt hast, sagen sie. Ach, die sind doch nur neidisch. Ich bin total dufte und das weißt du. Ich weiß nicht mehr, was ich denken soll. Ich habe kein einziges Foto deiner Heldentaten schießen können. Du bist halt kein so guter Fotograf wie ich. Wenn ich doch nur ein Foto als Beweis für deine Selbstlosigkeit hätte. Ja. Das wäre super für mich. Weißt du was? Ich mach dir einen Vorschlag. Ich suche ein Motiv für eine weitere Heldentat und du bekommst ein Foto. Einverstanden? Das wäre zu schön. Bin sofort wieder da. Okay. Wenn sich Barry gut anstellt, darf er irgendwann mal meine Biografie abtippen. Wenn sich Barry gut anstellt... Oh, was ist das denn? Ach, stimmt ja. Ich brauche noch ein... Immer diese Sub... Aha. Okay. Brauchen ein geeignetes Motiv. Okay. Okay, okay, okay.
Tja, was haben wir denn eigentlich noch? Was war das denn? War das die alten? Na, ich will es gar nicht wissen. Moostherapeutische Stricke, die günstige Alternative. Guck sich das einer an. In der kommenden Saison trägt man den Knoten offenbar wieder links. Wahnsinn. Bleisatz Irk, das haben wir schon probiert. Irgendwas muss ich doch damit. Aber was würde ich so ein Erge? Ich finde den Akzent geil. Was ist das? Aber natürlich. Wenn man die Spitze eines Papierfliegers mit einem Gewicht beschwert, fliegt er weiter. Wer sagt denn das? Ich wusste doch, dass ich meine jahrelange Karriere als Falschparker irgendwann bezahlt machen würde. Auf jeden Fall. Ich bin ein bisschen müde. Boah. Okay. Oh, ich muss mich mal gerade bisschen neu positionieren, ne? Ja. Ich glaube. Wir sollten mal weiter gucken, ne? Zur Redaktion, zum Strickladen, zum Therapie, zur Therapiepraxis, okay. Da haben wir ja alles, da hinten stehen Leute. Oh. Sehen wir hier Toni wieder? Boah, und die Musik. Nur mal zur Info. Diesmal breche ich sie absichtlich ab. Also, ich meine natürlich, ich richte sie neu aus. Ein kleines Stück noch. Oh. Upsi. Scheiße. Oh, was ist das da? Das ist die obere Aufstiegsstation. Irgendwo da oben wartet. Oh, die Musik ist gerade der Hammer, Alter. Ich feier das. Irgendwas bewegt sich da hinten. Für normale Augen schwer zu erkennen. Es ist ein verschwommener Fleck, ohne Zweifel. Können wir damit hier was machen? Hey, da bewegt sich doch was. Ist das nicht? Na klar, das ist doch Baby Bozo. In höchster Gefahr. Wie kommt er da hin? Ich muss Barry davon erzählen. Wie kommt er da hin? Okay. Machen wir aber gleich erst. Private Lottie, Sergeant Bam... Ah, ja. Hallo. Nee, warte. Erst sprechen. Bambina? Lottie? Was macht ihr denn hier? Und warum habt ihr euch als Männer verkleidet? Erstens sind das unsere Uniformen. Wir sind jetzt auf ihr... Offiziere des Widerstands! Offiziere, köstlich. Und zweitens heißt das jetzt Private Lottie und Sergeant Bambi. Sergeant Bambi. Hörst du das, Lottie? Ich glaube, Rufus macht sich über uns lustig, Sergeant. Offensichtlich ist er auf der Suche nach einem Satz neuer Zähne. Ladies, immer mit der Ruhe. Wir wollen uns doch nicht aufregen. Das gibt Fältchen. Wie ich das gerade feiere, dass Lottie wieder da ist, Alter. Lottie! Altes Haus. Kennen wir ja aus dem ersten Teil. Beziehungsweise ein paar von euch werden sie aus dem ersten Teil kennen. Und Bambina natürlich vom schwimmenden Schwarzmarkt. Die Waffenhändlerin. Bozos frühere Freundin. Oder jetzige Freundin. Ich weiß es gar nicht. Wo sind die echten Rebellen? Wie meinst du das? Die echten? Denkst du, das hier ist nur ein Traum oder was? Wenn ich dich pieksen soll. Ich hab hier eine Nadel. Mit der komme ich im Zweifelsfall bis auf die Knochen. Nein, ich meine doch die echten Rebellen. Janosch, Galef, Liebold, die alte Truppe eben. Ach so, die. Janosch ist, soweit ich weiß, auf einer Mission. Galef und Liebold sind im Lager, gleich hinter dem Tor dort. Da müssen die wohl erstmal reichen. Ihr seid jetzt also auch beim Widerstand. Was dagegen? Aber nicht doch. Sergeant Bambi. Was ist daran so lustig? Naja, es ist lustig, weil ihr Frauen seid. Verstehst du? Ach, herrje. Ich wusste ja, dass du ein Idiot bist. Aber ein sexistischer Idiot? Was? Nein. Das hat doch nichts mit Sexismus zu tun. Manche Dinge passen einfach nicht. Frauen beim Widerstand. Das ist so, als würde man einem Wombat einen Sombrero aufsetzen. Hoho, Sombrero! Siehst du? Da muss selbst Lottie schmunzeln. Und das liegt ja nicht daran, dass sie Vorurteile gegen Drexikaner hat, oder? Niemals! Oder gegen Wombats. Oh, ich liebe Wombats, die sind... Das sind nützliche Tiere. Exakt, wie Frauen. Alter. Rufus, die hat eine Nadel. Ich wäre vorsichtig. Achtung!
Leitender Offizier anwesend. Aha. Und wo? Hinter dir? Haha, ich meinte natürlich mich. Du pflanzlicher Kanonenfutterzusatz. Das wüsste ich aber. Wir nehmen unsere Befehle nur von unserer Squad-Leaderin entgegen. Egal, wer das schon wieder ist. Sie untersteht ebenfalls meinem Kommando. Ich bin nämlich der Anführer. Netter Versuch, Rufus. Aber wir kennen den General und du bist es nicht. Den was? Den General? Squad-Leaderinnen, Generäle? War ich denn wirklich so lange weg? Ja. Dann will ich mal nicht länger stören. Ja, ja. Tu nicht so. Na gut, ich habe nicht genug Zeit, euch länger zu stören. Besser. Ich höre die Musik übrigens immer noch. Die ist geil. So, wir gehen mal da hoch. Gehen wir mal da rein. Ich muss die ganze Zeit gehen. Ich bin so müde. Oh, ey. Boah. Huhu. Aufmachen. Ja? Liebold, so ein Glück. Ja, nun lass mich rein. Kennen wir uns? Bitte was? Ich bin's, Rufus. Du wirst doch wohl deinen Anführer erkennen. Du siehst aus wie Rufus. Aber du kannst es nicht sein. Rufus ist mit Janosch zur oberen Aufstiegsstation vorgestoßen. Aber ich bin doch hier. Das ist deine Meinung. Ich habe jetzt keine Zeit für diese Spitzfindigkeiten. Wer hat hier die Verantwortung? Wir haben jetzt einen neuen Anführer. Gut, dann lass mich rein. Ich will mit ihm sprechen. Das geht nicht. Wer garantiert mir, dass du kein Spion des Organon bist? Das ist doch die Höhe. Ich habe diese Rebellion immerhin gestartet. Gibt es irgendwen, der das bezeugen kann? Du meinst außer dir? Genau. Irgendwer muss für dich bürgen. Das ist zwar Beamtenwillkür in ihrer schärfsten Form, aber kein Problem. Ich bin gleich zurück. Und du kannst dich schon mal auf ein paar Liegestütze vorbereiten. Ich denke mal, wir finden niemanden, der das bezeugen kann. Oder Bozo? Bozo könnte das bezeugen? Ich weiß es gar nicht. Hallo? Ach nee, warte mal. Huhu. Auf dieser Frequenz. Nee. An diesem Babyfon fehlt eindeutig die Faxfunktion. Kann sein, dass ich in dieser Hinsicht verwöhnt war. Aber ich habe sie oft benutzt, wenn mein Dad wieder mal tagelang beim Bowlen war. Ja. Der Empfang ist okay, aber mit hoher Sicherheit erwische ich über diese Frequenz nur idiotische Warmblutfunker. Was war das denn? Was kann ich für Sie tun? Sorry, ich habe mich verwählt. Ich wollte Sie gar nicht kontaktieren und ich werde Sie nun weiterschuften lassen. Bitte was? Wir sollen alle Behälter öffnen und die Zombie-Viren in die Luft entlassen? Was? Nein! Over! Abbruch! Abbruch! Passwort verifiziert! Virenbehälter geöffnet. Ich hoffe, Sie wissen, was Sie... Ah! Ja, Ihnen auch einen schönen Tag. Es ist wirklich so schwer, die Dinge... Vielleicht könnte ich nochmal einen Schnabeltier-Kescher bauen. Aber ich hasse es, mich zu wiederholen. Ich hasse es, ich hasse es, ich hasse es, mich zu wiederholen. Ja. Der Empfang ist immer noch super. Da haben wir jetzt... Ah, wie scheiße geil ist das denn? Vielleicht könnte ich nochmal einen Schnabel... Ich hasse... Geil. Okay. Radio killed the print media star. Ja. Ah, das ist so entsetzlich! Der Empfang ist immer noch... Geil. Okay. PVT Lotti, sprechen wir mal an. Hallo, ihr zwei Grazien. Du schon wieder? Was willst du? Ja. Ich brauche jemanden, der mich identifizieren kann. Ich brauche jemanden, der mich identifizieren kann. Du bist Rufus. Das weiß ich. Aber Liebold hat es offenbar vergessen. Also, kommt ihr mit zum Tor, damit er mich endlich ins Lager lässt? Später vielleicht. Wir haben gerade eine wichtige Mission zu erfüllen. Ihr lackiert euch gegenseitig die Fingernägel. Wir tätowieren uns das Squad-Emblem. Leider fehlt uns noch das passende Motiv. Wie wär's mit einem kleinen Pony? Oder niedliche, weiche Katzentapsen? Willst du damit sagen, dass wir nicht hart genug sind? Genau. Ich habe das vorgeschlagen, weil ich ein männlicher Macho bin. Und nicht, weil ich weiche Katzentapsen mögen würde. Wenn du die Härte meiner Faust testen willst, sag einfach Bescheid. Ah, okay.
Könnt ihr nicht mal kurz Pause machen, um mich am Tor zu identifizieren? Erst wenn wir ein passendes Motiv für unser Squad-Emblem gefunden haben. Unsere Squad-Leaderin sagt, das ist wichtig für den Teamgeist. Schon wieder Geistergeschichten, och nö. Teamgeist, Rufus. Weißt du etwa nicht was? Ach, vergiss es einfach. Ich vergesse es einfach. Ich habe eine Idee für euer Squad-Emblem. Na, dann lass mal hören. Wie wär's mit einem... Wie wär's mit einem Haifisch? Die Idee finde ich nicht schlecht. Meinst du nicht, dass ich mit einem Haifisch zu dick aussehen könnte? Das käme auf die Farbe an. Wie wär's mit... Altrosa! Aber dann passt er nicht mehr zu den Schuhen. Altrosa... ja, alles andere ist scheiße. Wie wär's mit einem hübschen Blümchen? Blümchen? Was denn? Frauen mögen Blumen. Du findest das witzig, oder? Mal gucken, ob du immer noch lachst, wenn ich dir dein Nasenbein in die Ohren stopfe. Man kann es euch Frauen einfach nicht recht machen. Wie wär's mit einem Einhorn? Ja! Private! Sagte ich ja? Ich meinte natürlich nein! Du hast es gehört. Aber wenn du kurz wartest, bis ich die Brechstange finde, verpasse ich dir gerne ein Horn. Wie wär's mit einem Prinzessinnenkrönchen? Oh, das ist ja sowas von... Beleidigend, genau. Beleidigend. Und wie? Er wird bluten für diesen Affront. Wie wär's mit einem Wischmopp? Weil wir damit das Blut und die Eingeweide unserer Feinde aufwischen, nicht wahr? Nicht doch, Private. Er will uns nur beleidigen. Aber wenn er so weitermacht, wird er sich noch wünschen, einen Wischmopp dabei zu haben. Ihr findet schon, ja. Was passendes. Ja, ja. Wenn dir noch etwas einfällt... Behalte es für dich, es sei denn, es ist wirklich gut. Oh, so geht es nicht gut. Doch nicht schon wieder seine Milchallergie. Richte ihm aus, dass ich diesmal nicht die Haare halten werde. Ja, das macht echt keinen Spaß. Aber darum geht's auch gar nicht. Ich glaube, er ist deprimiert. Wegen der Planetensprengung? Keine Ahnung. Er murmelt nur noch so stumpf vor sich hin. Er braucht sich keine Sorgen zu machen. Der neue General hat einen Plan. Ich habe auch einen Plan. Nun. Dann nehme ich alles zurück. Er muss sich doch Sorgen machen. Ja. Dann will ich mal nicht länger stören. Tu nicht so. Na gut, ich habe nicht genug Zeit, euch länger zu stören. Besser. Haben wir denn irgendwas, was so motivmäßig passen könnte? Ich habe das richtige... Hä? Das ist doch nur ein Fleck. Ich finde, er würde euch stehen. Dir würden ein paar blaue Flecken auch ganz gut stehen. Wäre ein schöner Kontrast zu deiner blutenden Nase. Aber ich hab doch gar keine Bluten. Noch nicht.